Herzlich willkommen zu diesem nicen Fragen- und Antworten-Video, das ich jetzt schon seit 2 Wochen angekündigt habe. Jetzt ist es hier und los geht's! Heute beantworte ich eure Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich habe euch gefragt, dass ihr mir Fragen stellt. Ihr checkt das schon. Los geht's! Erste Frage von Bela ist: Wie bist du drauf gekommen, YouTube zu machen? Das ist auch so ein Fakt von mir, und zwar, ich liebe es, Sachen zu teilen und ich liebe es zu fotografieren und filmen. Und deswegen, wenn man diese zwei Teile halt zusammenbringt, dann ergibt das eigentlich quasi die Plattform YouTube, weil YouTube besteht halt aus Leuten, die es lieben, Sachen zu teilen, und die laden es dann einfach hoch. Und deswegen dachte ich halt, dass YouTube halt das Beste wäre, um das mit allen zu teilen, weil es ist dann auch für alle zugänglich und ist einfach praktisch. Und man kann seine eigene Community bauen, was eigentlich ganz nice ist. Ja. Zwei Fragen von Lilly. Erstens, was ist das Wichtigste für dich in einer Freundschaft? Und zweitens, deine Lieblingstiere. Das Wichtigste für mich in einer Freundschaft ist Vertrauen und Verbindung, würde ich sagen. Nee, also Vertrauen schon so, dass man sich halt so unterhalten kann und man weiß, dass der das jetzt nicht halt so anderen sagen geht. Und ja, dass man sich halt... Vertrauen ist für mich der wichtigste Punkt. Und mein Lieblingstier ist definitiv Hund. Ja, ich bin mehr so Hundtyp als Katze, weil, keine Ahnung, ich bin allergisch gegen Katzen und mag die eben nicht. Nächste Frage von Simon ist: Was ist mein größter Wunsch? Ja, was mein größter Wunsch ist, wäre wahrscheinlich, dass ich da lebe, wo ich halt am liebsten leben würde, mit einer Familie, und dass alle so glücklich sind und gesund und dass man halt so genug Geld hat, falls sich das so anhört. Ja, sowas halt. In der Art. Von Jannis. Erstens, was gefällt dir an deiner neuen Schule? Da bist du ja schon etwas länger. Also an meiner neuen Schule, da die jetzt, das ist die zweite amerikanische, ich würde sagen, da ich an der ersten amerikanischen länger war als an der zweiten amerikanischen Schule, würde ich sagen, dass wir von der ersten amerikanischen Schule ausgehen. Und was mir da gefällt ist, dass es die Schließfächer gab, wie in den Filmen, von den amerikanischen Filmen und so. Das war immer ganz nice. Was hat dich zur Leidenschaft des Fotografierens gebracht? Ganz ehrlich, ich bin mir echt nicht sicher, weil ich hatte einfach eine Kamera bekommen und ich mochte es schon immer so mit so Fokus und so Blumen fotografieren. Ja, ich habe mit Blumen angefangen, viele, die mich nicht kennen, auf meiner Instagram-Seite. Und es hat sich einfach so ergeben. Ich liebe es zu fotografieren, so Motive rauszusuchen, das anderen Leuten zu präsentieren. Einfach, keine Ahnung. Nächste Frage von Samuel. Mir fällt nichts ein. Hast du geringelte Socken? Also mir fällt nichts ein, weil ihm keine Frage einfällt. Aber ich habe gerade keine geringelte Socken an. Ich habe normale weiße Socken an. So wie das alle in Amerika machen. Einfach nur weiße Socken an alle, die Amerika nicht kennen. So richtig. Ja, diese Frage von Joel. Welche Schule gefällt dir besser? Deutsche oder amerikanische? Beide haben ihre negativen und positiven Punkte, aber ich würde sagen, letztendlich, ich kann das noch nicht so richtig sagen. Ich kann also diese Frage dann mal beantworten, wenn ich dann in der Highschool bin und dann da länger war, weil ich bin ja jetzt gerade in diesem Zwischenpunkt, wo ich dann halt in der deutschen Highschool, sagen wir es mal, war, und dann musste ich jetzt hier auf die Middle School, und das ist jetzt so irgendwie so, ja. Jetzt nächste Frage von Hannah, richtig interessant so. Denkst du häufig an uns, wie schwer fiel es dir, dich neu einzugewöhnen? Also, damit meint sie halt meine alte Klasse, meine alte Freunde sozusagen in Deutschland. Denkst du häufig an uns, kann ich euch beantworten, definitiv mehrmals am Tag. Wahrscheinlich, ich würde um die 10 Mal sagen, oder definitiv oft, sehr oft am Tag, jeden Tag. Also, das ist echt unnormal. Außerdem habe ich ja auch eine Fotowand über meinem Bett, wo ich dann halt definitiv an euch denke, spätestens wenn ich aufwache und das sehe oder so, oder halt nach Hause komme und das sehe. Also ja, und wie schwer fiel es dir, dich neu einzugewöhnen? Fang das erste Mal war es eigentlich ganz einfach und es war sehr schön, aber es hatte halt so seine Sachen. Ich glaube, ihr versteht das auch. Und jetzt das zweite Mal gar nicht, absolut nicht. Es ist sehr, sehr schwer. Es ist auch noch gar nicht vorbei. Also es hat gerade erst angefangen. So, jetzt ganz lange Fragen oder beziehungsweise viele Fragen von Florian. Was hältst du von der Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt? Ganz ehrlich, die haben sich halt getrennt. Okay. Bist du für die New England Patriots oder für die Atlanta Falcons? Mehr so die New England Patriots. Magst du die Army?
Und was hat das mit mir zu tun, ob ich jetzt Ami mag oder nicht? Weil, ja, ist das sowas, dass man die mag oder nicht? Keine Ahnung. Amerikanisches oder deutsches Essen? Es kommt drauf an. Da es manches von dem amerikanischen Essen auch in Deutschland gibt, würde ich sagen, deutsches Essen. Deutsches Essen. Döner, hier. Amerika braucht Döner. Gefällt es deinen Geschwistern in Amerika? Oder wie gefällt es deinen Geschwistern in Amerika? Also ich würde da jetzt sagen, gut nehme ich an, weil die Geschwister, die ich habe, können das noch nicht so richtig nachvollziehen. Das Geschwisterkind, das ich habe. Baseball oder Football? Also ganz ehrlich, keine Ahnung, aber ich würde eher Football sagen, weil Baseball ist irgendwie so mehr so langweilig. Es kommt drauf an, ist Geschmackssache. Für mich Football. Was ist dein Lieblingsviertel? Wo? Welches Viertel? Wie läuft's mit COC? Mit COC meinst du bestimmt Clash of Clans. Das spiele ich jetzt schon sehr lange nicht mehr, übrigens. Ich habe das ein Jahr lang richtig aktiv gespielt und dann habe ich aufgehört. Habt ihr geilere Mädchen? Kein Kommentar. Sind die Preise bei McDonald's besser als hier in Deutschland? Nein, sind die nicht, da in Amerika alles doppelt so teuer ist. Und mit alles meine ich alles. Und die haben sogar ein kleineres Menü als in Deutschland. Also würde ich sagen, das McDonald's in Deutschland ist echt besser. Schon mal den Präsidenten Trump, nehme ich an, von weitem gesehen. Ja und nein. Ich habe Präsidenten Obama von weitem gesehen, als der kutschiert wurde, sage ich jetzt mal. Aber Präsidenten Trump glaube ich noch nicht, nein. Schon mal an der Küste gewesen. Ja, definitiv in der Küste von Boston und New York. Da war ich schon mal, ja. Bekommt man bei euch in den USA viele Promis zu Gesicht? Das ist jetzt sowas, wo ich sagen würde, es kommt drauf an. Wenn du in den Orten bist, wo die sich aufhalten, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich habe bis jetzt noch keine Promis gesehen, aber es kommt drauf an, wo man ist und wo man sich aufhält, wo man hingeht, weil die meisten Orte von Amerika werden dann echt Wüste für Celebrities und Promis halt. Bei euch auch bescheuerte Lehrer? Ich glaube, bescheuerte Lehrer gibt es überall, aber hier in Amerika gibt es eher weniger, weil hier in Amerika sind die meisten Lehrer immer so voll jung, so gerade einen Abschluss bekommen bei der Universität und sind dann halt so ganz neu und so. Und ja, ab wann darf man bei euch Bier trinken? Also ich glaube, das solltest du wissen, weil in Amerika ist alles erst ab 21. Danke fürs Zuschauen bei diesem Video. Es war mal mega nice. Hier kommt ihr zu meinem letzten Video und da könnt ihr mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.